Herzlich willkommen bei Adi FM und Adi Music. Wie gesagt, ich ziehe da, mache gleich die Sprache wieder ran. Ich habe lange noch nicht dabei gewesen. Weihnachten und anderen Feiertage war das ein bisschen, wie man das sagen, viel und das habe ich nicht mehr geschafft. Also kommen wir jetzt zur Sache einfach. Dass ich eigentlich sagen will, dass ich wieder ein paar Nachrichten gleich Sprache habe. Also fangen wir gleich an. Kleber ist Sportlerin des Jahres. Am Sonntag war Baden-Baden am Feiern. Baden-Baden ist eine Stadt in Baden-Württemberg. Bei diesen Feiern hat Angelique Kerber einen besonderen Auszeichnung bekommen. Angelique Kerber ist eine Tennissportspielerin. Angelique Kerber ist aus Kiel. Kiel ist die Hauptstadt von Schleswig-Holstein. Diese Auszeichnung heißt Sportlerin des Jahres. Diese Auszeichnung für sehr besondere Erfolg. Angelique Kerber hat diesen Auszeichnung zum zweiten Mal bekommen. Angelique Kerber hat nämlich schon am 16. diese Auszeichnung bekommen. Sieg in Wimbledon. Angelique Kerber hat im Juli das wichtigste Turnier gewonnen. Dieses Turnier heißt Wimbledon. Wimbledon ist eine Stadt von London. London ist die Hauptstadt von England. Bei dem Turnier in Wimbledon spielen diese Tennisspieler, also die ganzen Spieler, diesen Jahr gewonnen. Deshalb hat eine Sportlerin vier andere. Bei den Feiern in Baden-Baden haben auch andere Sportlerinnen eine Auszeichnung bekommen. Auch eine Auszeichnung bekommen. Patrick Lange zum Beispiel hat die Auszeichnung als Sportler des Jahres bekommen. Patrick machte Triathlon, beim Triathlon mussten die Sportler schwimmen, Radfahren und laufen. Und die Eishockey-Nationalmannschaft hat die Auszeichnung als Mannschaft des Jahres bekommen. Eine Nationalmannschaft spielen die besten Spieler von einem Land. Weiter geht's. Ausbau von Autobahn 7 fertig. In den vergangenen 4 Jahren hat es viele Probleme auf der A7 gegeben. A7 ist die Abstimmung für die Autobahn 7. In Schleswig-Holstein haben Arbeiter nämlich einen Teil von der A7 ausgebaut. Das heißt, die Arbeiter haben die A7 größer gemacht. Deshalb waren die Teile von A7 viel in den Baustellen. Deshalb waren auf diesem Teil von der A7 zum Beispiel viele Stau. Aber jetzt ab jetzt ist der Ausbau von der A7 fertig. Deshalb war am Dienstag an der A7 eine Feier. Diese Feier war in Nützen ist ein Ort in Schleswig-Holstein. Diese Feier haben Fachleute die neue Autobahn freigegeben. Das heißt, jetzt können Autofahrer bei der neuen Autobahn fahren. Bei dieser Feier waren wichtige Politiker, zum Beispiel Daniel Günther ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Der Ministerpräsident ist ein Chef von der Bundesland. Elke Feldmann ist ein wichtiger Mitarbeiter im Bundesverkehrsministerium. Das Bundesverkehrsministerium kümmert sich um den Verkehr in Deutschland. Also zwischen Hamburg und Bornholm. Ausbau auf einer langen Strecke von A7, von der A7. Diese Strecke ist 70 Kilometer lang. Diese Strecke ist zwischen Hamburg und Bornholm. Bornholm ist ein Ort in Schleswig-Holstein. Auf einem Teil von dieser Strecke hat die A7 jetzt die achte Fahrspur. Auf einem anderen Teil von dieser Strecke hat die A7 jetzt 6 Fahrspuren. Gleich geht's weiter.
Oh. Ne? Gleich fertig. Ein Moment. Oh, gleich weitergehen. Ich will nur kurz einmal kurz Unterbrechung machen. Jetzt geht's weiter. Fischer dürfen weniger Fische fangen. Viele Fischer in Norddeutschland machen sich Sorgen. Die Fischer dürfen nämlich im nächsten Jahr nicht mehr so viele Fische in der Nordsee fangen. Fachleute sagen nämlich von einigen Fischarten sind nur noch wenig Fische in Nordsee. Zum Beispiel von Heringen und Kabeljau ja auch. Deshalb müssen wir diese Fischarten schützen. Und deshalb gibt es für diese Fischarten eine Fangquote. Und eine Fangquote ist eine Vorschrift. Und diese Fangquote steht, so viele Fische von einer bestimmten Fangart durften die Fischer fangen. Deshalb haben die Fahrer jetzt entschieden, in einigen Fischarten dürfen diese Fische nicht mehr so viele Fische gefangen. Deshalb können die Fische im nächsten Jahr nicht mehr so viele Fische verkaufen. Deshalb verdienen die Fischer im nächsten Jahr wahrscheinlich weniger Geld. Fangquoten auch für Ostsee. In jedem Jahr untersuchen Fachleute, wie viele Fische von den verschiedenen Fischarten sind noch in den Meeren. Dann entscheiden die Fachleute von diesen Fischarten, dürfen die Fische viele Fische fangen. Von diesen Fischarten dürfen dann die Fischer nur nicht mehr so viele Fischarten fangen. Deshalb gibt es in diesem Jahr eine neue Fangquote. Eine Fangquote gibt es für die Fischarten in Nordsee. Die Fangquote gibt es aber auch für die Fischarten in der Ostsee. In der Fangquote für die Ostsee steht, Fische dürfen im nächsten Jahr nur wenig, nur Fische dürfen im nächsten Jahr nur wenig Heringe in der Ostsee fangen. Aber die Fische dürfen im nächsten Jahr mehr Fische von anderen Fischarten fangen. Gleich geht's. So, Journalist hat Geschichte gefälscht. Zum Beispiel, beim Spiegel war ein großer Kanal. Der Spiegel ist eine bekannte Zeitschrift aus Hamburg. In dieser Zeitschrift sind viele Nachrichten. Der Skandal war mit einem Journalisten. Ein Journalist arbeitet zum Beispiel für das Fernsehen oder das Radio. Dieser Journalist hat viele Geschichten gefälscht. Das heißt, diese Geschichten waren nicht wahr. Diese Geschichten waren in Reportagen von Spiegeln. Eine Reportage ist ein langer Text. Dieser Text steht zum Beispiel in einer Zeitung. Was passiert? Der Journalist hat viele Reportagen für den Spiegel geschrieben. Fachleute haben gesagt, die Reportagen von dem Journalisten sind sehr gut. Deshalb hat der Journalist für seine Reportage viele Preise bekommen. Jetzt hat der Spiegel heute herausgefunden, der Journalist hat sich viele Geschichten ausgedacht. Deshalb sind viele Geschichten von den Journalisten gefälscht. Der Journalist hat zugegeben, ich wollte immer gute Reportagen schreiben, aber manchmal waren die Geschichten für die Reportagen nicht gut. Deshalb habe ich mir gute Geschichten ausgedacht. Deshalb, der Spiegel hat gesagt, wir wollen immer die Wahrheit schreiben. Aber der Journalist hat sich die Geschichte ausgedacht. Deshalb arbeitet der Journalist jetzt nicht mehr beim Spiegel. Der Journalist gibt Preis zurück. Der Journalist hat gesagt, ich habe viele Reportagen und Preis bekommen. Aber ich habe Reportagen gefälscht. Deshalb habe ich die Preise nicht verdient und deshalb gebe ich die Preise jetzt zurück. Jetzt ein noch, dann haben wir es wieder geschafft.
So, jetzt geht's hier weiter. Firma hat Bergwerk geschlossen. In Niedersachsen hat eine Firma ein großes Bergwerk geschlossen. Bergwerk ist ein Meister unter der Erde. Ein Bergwerk hat viele Tunnel und in einem Bergwerk arbeiten viele Arbeiter. Diese Arbeiten holen zum Beispiel Kohle aus der Erde. Der Bergwerk ist von der Firma K plus S. Und das Bergwerk ist in Hunsdorf. Hunsdorf ist in der Nähe von Hannover. Diese Bergwerk haben Arbeiter Salz abgebaut. Das heißt, die Arbeiter haben das Salz aus der Erde geholt. Dieser Salz heißt Kristallsalz. Also ein Kristallsalz machen Menschen jünger. Mit Dünger wachsen Pflanzen besser, zum Beispiel auf den Feldern. Zu wenig Salz im Bergwerk. Es hat gesagt, im Bergwerk haben Arbeiter 120 Jahre Salz abgebaut. Und jetzt ist der Bergwerk in ist nicht mehr viel Salz. Da der aber den wenigen Kalksalz, der Abbau von wenig Kalksalz ist sehr schwierig, deshalb haben wir den Bergwirt geschlossen. KS hat auch gesagt, in dem Bergwirt haben 660 Menschen gearbeitet. Und diese Menschen sollen nicht arbeitslos sein. Deshalb wollen wir diesen Menschen helfen. Einigen Menschen können wir weiter in den Bergwerk arbeiten. Deshalb, diese Menschen sollen zum Beispiel das Bergwerk sicher machen und einige Menschen können anderen in den Berg und andere können in den Bergwerk arbeiten oder in Rente gehen. Genau. Das sind Nachrichten. Oh fuck, oh Mann. Sorry. Sorry, bis dann. Dann noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und noch einen schönen Abend. Ciao, bleibt gesund. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name's free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's red flower.